Play! In the magical kingdom of Equestria, every pony's destiny is determined by the cutie mark. Many talents have been told of ponies who performed great deeds in order to earn their marks, and in doing so discovered their special talent. But what if people bla 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 redet nicht so schnell? Der Text scrollt viel zu schnell! Moinsen, ich bin Mei Taruka! Und ich spiele Pony Platforming Project 3 Minty Fresh Adventure. Was kann ich bei Options einstellen? Quality. Ich stelle die Qualität mal auf Low, damit das ein bisschen flüssiger läuft. Musik lassen wir an. Voice ist natürlich da. Hier Cutie Mark Data. Ja. Komm. Aber, also das ist wahrscheinlich, um den Verlauf zu löschen, die Dings. Neues Spiel und so. Who knocks upon my door this night? You have good reason, am I right? I'm Colgate. You're Zecora, right? I heard you're super wise. I need your advice. My little pony, how brave you are. Rare few would dare to come this far. Whatever reason could there be to brave this forest of Everfree? I need your help, please. Do you know, is there any way to undo a cutie mark? What a question, you curious lass. Do you not like your hourglass? Honestly, no. I mean, I have magic powers that can bend time and space. That's kinda cool, I guess. But I don't feel like it's really me, you know? All I ever wanted was to be a dentist. There is a way, my dear Colgate, to change the mark that binds your fate. A magic potion I can brew, which can a cutie mark undo. Seriously? That's amazing! I'm so glad I came! But don't rejoice with such haste. Your strength you do not want to waste. To make the potion you desire, ingredients I still require. There is a cavern to the east. Wherein there dwells a monstrous beast. Within its mouth you'll find for sure the thing I need to mix your cure. The thing my potion lacks, in truth, it is the monster's wisdom tooth. You could have explained that a lot faster if you weren't always rhyming everything, you know. Oh, Colgate, now you're being rude. How about a little gratitude? Sorry. Anyway, all I have to do is bring you this cave monster's wisdom tooth? No problem. If you didn't guess, yanking out teeth is something I'm really good at. Get your potion started, Zecora. I'll be right back with the tooth you need. Und damit startet das Fresh Minty Adventure. So, kann mal gucken, wo die Knöpfe nochmal waren. Bam! 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 Man kann natürlich auch die Bäume rütteln. Die grünen Dinger laden die blaue Leiste unten auf und die roten... Die grünen Dinger. Die grünen Äpfel laden die... Boah, das laggt aber gerade. Das finde ich nicht so schön. Also, es läuft auf jeden Fall nicht so ganz flüssig. Das finde ich schade. Woran das wohl liegt? Oh, bam. Und die Leiste brauche ich zum Beispiel für solche Moves hier. Ich mag die Gegner nicht, die kotzen mir an. Aber kräftig kotzen die mir an. Okay, ich bekomme nur Punkte dafür, dass ich Gegner boxe und so. Okay. Scheiße, du Arsch. Du Arsch! Ich box dich. Ach, scheiße. Das war gar nicht so übel, auch wenn ich das nicht mal gewollt habe. Yay! Mario Jump! Mario Kill, meine ich. Alright, a favor thingy. The great and powerful Trixie! Hallo, great and powerful Trixie! Greetings, insignificant background pony.
The great and powerful Trixie is here to exploit. Help you. Use the mouse or the arrow keys to choose any item you want. Oh, but pay attention to the prices. That's right, you heard Trixie. The shop system is finally working. So, wir können jetzt zum Beispiel hier sowas... It's yummy, but you don't need it. You're too fat anyway. Arschloch. The heart armor provides magical protection for your life, making you only take half damage. This green crystal radiates magical power, making your magic bar refill on its own. This magical tooth talisman protects you from curses for some reason. It's a saint's tooth or something. The double jump manual teaches you a special technique. You'll never guess what it does. Blöde. Okay, das ist immer gut. Good evening. Tonight's top story. The quality of dental care in Ponyville continues to decline. Despite Princess Celestia's generous healthcare plan providing full coverage, a lack of qualified dentists has caused most ponies to be powerless against the forces of tooth decay. Also, it's really difficult to brush your teeth with hooves. Ask anyone. Ask anyone. In other news, a horrifying animal roar continues to be heard around the Everfree Forest late at night. The mayor's office has issued an official statement reminding every pony to stay away from the forest. And that if you go in there anyway and get eaten, it's your own fault. For PNN News, this is the great and powerful Trixie, reporting from the sky above the Everfree Forest. That's the news. Have a nice day. Wie ich dieses Vibe genial finde. This classic record will make your clock up 20% cooler. This classic record will make your clock up 20% more hilarious. This is a... Die nehme ich einfach mal mit. Would you like to buy? Ja. An excellent purchase. So. This map shows you where everything is in the cave. Well, where some things are in the cave anyway. There may be some minor details missing, but you can add those in yourself as you find them. Okay, mehr ist da eigentlich nicht, was ich gerne haben möchte. Daher verpiss ich mich jetzt mal. Ja. Dankeschön, dass ich bei dir mein Geld verschwenden durfte. Es stört mich immer noch, dass es laggt. Oh, das ist schon mal geil hier. Au. Da kriegt man erstmal sein erstes Geld her. So eine Menge. Jetzt könnte ich eigentlich direkt wieder zurückgehen und mir irgendwas Dickes kaufen für 20.000. Zum Beispiel, um den Clock-Up-Move 20% cooler zu machen. Dabei habe ich den jetzt noch gar nicht benutzt. Sehr blöd eigentlich. Hier auf die Schnauze. Oh, guck mal, da steht der Tisch. Na komm. Danke. Wow. Ich glaube, ich kaufe mir mal eben den Zahn, der mich vor Flüchen beschützt, weil ich glaube, dann kann ich nicht mehr von beispielsweise Poison Joke ja, halt die Schnauze, Trixie, du nervst. Hier, oder das Ding, warte mal, nein, ich kaufe das und das und was für 10.000 oder so, nein. Oh, ich hätte mir auch das Ding kaufen können, da hätte ich weniger Schaden genommen. Das wäre natürlich super gewesen, aber nein, ich war so doof und hab's ausgegeben. Sind die Gegner gleich wieder da? Dann könnte ich nämlich noch ein paar Punkte farmen. Aber nein, sie sind nicht da. Das finde ich schon mal schade. Hier ist noch mehr Poison Joke und da hüpfe ich hoffentlich... Autsch! Oh yeah! Oh yeah! Au! Okay, das war ziemlich blöde von mir. Oh, jetzt sind die Gegner wieder da. Vielleicht kriege ich ja doch gleich mal einen Gegenstand. Du dummes Vieh, stirb! Au.
Ach, Trixie, Hals, Mund. Trixie. Ich hab Trixie gesagt. Kommt zurück, ihr Säcke! Yummy! Yummy! I really hate you all. Aua! I know why. Oh. Okay, komm zurück. Oh, das war so knapp. Yay. Wow. Halt die Schnauze, Trixie. Ich brauche noch was von dir. Du bist eine Nervensäge, Trixie. Best Pony, lol. Schnauze. So, jetzt, man kann hier echt alles so farmen. Ja, und dann noch das hier. Thanks for choosing the great and powerful Trixie. Oh, oh, oh. Fuck, ich hab's vergeigt. Jetzt könnte ich natürlich nochmal das mit dem Clock abkaufen, weil ich jetzt gerade nochmal 20.000 hab. Ich könnte es natürlich auch Sautsch sein lassen. Tatsächlich, ich nehme weniger Schaden. Yay! Geil! Jeil! Das stört mich immer noch, dass es laggt. Das finde ich echt schade. Das Spiel sollte nicht laggen. Oh. Oh, ich kann durch den Poison Joy laufen, dadurch, dass ich den Dingens hab. Diesen Zahn. Schön. Es passiert mir also wirklich nichts. Ich werde nicht verflucht. Juhu. So. Jetzt sind wir hier in diesem Cave und... Clock up. Clock up. So, das hat eine Menge Punkte wieder gegeben und die stehen ja plötzlich wieder. Au! Dummes Vieh. Au! Stirb, du! Und hier kann ich zum Beispiel runter. Kann ich jetzt zum Beispiel erstmal mir wieder ein bisschen Energie holen und dann kann ich hier... Warte. Zähne putzen! For some reason I find polishing these oddly shaped rocks very satisfying. I wonder if there are more somewhere. Of course! Und ich habe eigentlich eine Karte. Wie kann ich eigentlich auf die zugreifen? Ich weiß das gar nicht. Au! Damn! No! No, really. Wie kann ich auf die Karte zugreifen? Escape? Nein. It's time for some clock up! Du Arsch! Na, ich bin auf deinem Kopf rumgehüpft. Ups. Ich bin so ein Idiot. Was tue ich denn? Wie viele Leben habe ich überhaupt? Das wird mir gar nicht angezeigt, wa? Wow. Der hat mir aber ganz knapp verfehlt. Kann ich nicht irgendwie auch rennen? Wow, das war geil. Voll die Abkürzung. Ich könnte unten oder oben lang gehen. Ich gehe mal oben lang. Letztes Mal bin ich, glaube ich, unten lang gegangen und das ist eine... Oh, ah.
Ziemlich... Oh, das war ein kräftiger Gegner. Wow. Ich glaube, den hätte ich viel mehr mit Clock-Up besiegen sollen. Checkpoint. Alright, a saver thingy. Oh, Energie. Ist aber ganz wichtig. Yummy. Yummy. Mm, that's good. So. I heard you like Mudkips. Nein. Derpy! Derpy! Was macht Derpy hier? Und noch so ein Zahn. Zahnstein. Okay. La la la, my shiny teeth and me. Lol. Derpy! Hello! Derpy? What are you doing here? Don't you know this place is incredibly dangerous? I was looking for you. I followed you into this cave, but then you went really fast and I got lost. Thanks for coming and finding me. Oh, hey, no problem. Wait a second, though. Why were you looking for me? You've got mail! There you go! I think there's been some mistake here. I'm not a doctor, and Ponyville doesn't have a dental clinic. Oh no, no mistake! This letter is from the future! No. what? Yeah! This letter was sent Hyper Express. It has to be delivered as soon as possible. So that's why you're getting it 6 months before it was written. Okay, das finde ich richtig schön jetzt. I think most ponies would agree that that's sooner than possible. Inside the letter is an impressive resume for someone applying to be a secretary at my dental office. Is this for real? Does this mean I'll really become a dentist in the future? Yay! Ich wollte schon sagen, ich hoffe, ich komme da drauf. So. Okay, das war jetzt gerade sehr geil, ey. Bah, in die Fresse. Wow. Da ist noch so ein Vieh. Warte mal, komme ich hier noch irgendwie höher? Ich habe das Gefühl, ich treffe hier drin irgendwo nochmal Trixie. Wahrscheinlich wäre die unten gewesen. Oh, wobei das Quatsch, die ist ja wieder dann wahrscheinlich in so einem Dingens drin. Oh, erstmal boxen. Ins Gesicht. Hui. Ey. Oh, noch so ein. Oh, scheiße, noch so einer. Bing. Oh, wie süß. Bing. That was pretty amazing. Ich will darauf. Kann ich in meiner Höhe nochmal so ein Viech kommen? Schade. Oh, warte. Clock up! Aha, ich bin ja nicht doof. Yay, I found another one. Freshy, freshy. These rocks all look so shiny and pretty once I'm done with them. I think I'll be a really good dentist. Rocks and teeth are sort of similar, right? Die sehen einfach, ich glaube, das sind irgendwelche Zähne von irgendwelchen Viechern hier drin. Da habe ich so das Gefühl. Pass auf, das sind die Dinger, die ich suche. Ich weiß ja schon, wie der Boss hier drin aussieht. Daher glaube ich nicht, dass dem so ist. So, ich gehe mal lieber wieder rauf. Ach, scheißen Dreck. Dann eben nochmal Clock up. Clock up! So.
Bam! In your face, bitch! So. Mal gucken. Ich denke mal, hier unten ist eigentlich nicht der Ort, wo ich hin möchte, aber... Ich denke mal, von unten wäre ich gekommen, wenn ich, Ja. Höchstwahrscheinlich. Ich hätte oben bleiben sollen. Ich möchte nämlich den ganzen Weg wieder rauf und mich dann noch mit den Gegnern da kloppen. Den hier zum Beispiel. Scheiße. Und da die Viecher ja auch wieder aufstehen nach einer Weile. Die Skelettis hier. Finde ich halt schon mal nicht so geil. So, oh, das war natürlich doof jetzt. Oh. Kommt hier noch was? Boss! Oh, schön! Ich hab keinen Bock! Ich will nicht! Aber ich muss... Ich hab ein Herz, ist ja geil. Wow, it's dark in here. I better shine some light. Holy shit! Oh, ich bin wieder voll, das ist schön. Wow. Holy shit! Oh, scheiße. Okay, der macht mich gerade irgendwie... Macht der nichts. Nein! Wow. Oh, Glück gehabt. Oh, ja, 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 ja. Oh, umgefallen. Aua. Wow. So. Oh, yes. Komm, das sind irgendwie noch zweimal, wie ich das Ding angreifen muss. Eins und... Yes. Okay, okay. Und... Besiegt. Wow, so schwer war es ja gar nicht. I guess this guy must be the monstrous beast Sakura was talking about. Let's have a look here. Oh, wow! Poor guy! He's got so many cavities! No wonder he was so grumpy. I'll try to fix up his poor aching teeth. There! All better now. Oh, I almost forgot. I was so busy playing dentist, I forgot I'm supposed to take his wisdom tooth. Huh? That's... what? He doesn't have any wisdom teeth. That doesn't make any sense. Unless... Uh-oh. Scheiße! Holy shit! Boah, war das geil! Nein! Ich hätte irgendwie nach oben gemusst, wahrscheinlich. Damit ich darüber komme. Wow! Heilige Scheiße! Hilfe! Wow! Wie geil! Oh ja, das ist ja lustig. Okay.
Au! Herrlich, der hat mich gefressen! Boah, das ist richtig cool gemacht irgendwie. Halleluja! Ah, stimmt, ich kann nicht mehr werfen. Scheiße. Ah, doch, jetzt einmal noch. Der Move bringt es halt am meisten. So. LOL! I fixed your tooth problems, right? Wow, I'm good. I really would make a great dentist. If I hadn't destroyed all your wisdom teeth, now Zecora can't make her potion. I'll never change my destiny now. But Colgate, do you still not see? You need not change your destiny. Zecora? What are you doing here? I came here to reveal the truth. I never needed such a tooth. I sent you on this quest to see what kind of doctor you would be. Long have I heard the Ursa's cries. Their wailing echoed to the skies. A toothache causing so much ill. To heal it was beyond my skill. But you, dear Colgate, saved the day. You drove all their tooth pain away. And so you proved beyond a doubt what your true talent's all about. The point that I am trying to make, forget your flank for goodness sake. Whatever your cutie mark may be, your talent lies in dentistry. And so, after that terrifying night in the forest, Colgate was more determined than ever to fulfill her dream. Applejack's friend Rudolph arranged for Colgate to study under a world famous dentist. Das ist ein Typ, so ein Mannequin. Warum? Ich dachte, bei denen gibt's keine Mannequin. Everyone was amazed by the little unicorn's skill. Truly, this was what she was born to. This was what she was born to. Do. Born to do. So, jetzt hab ich's. And so, after freezing her hourglass off for 6 months at the North Pole, lol, it was time to come home. To her very own dental clinic in Ponyville. Oh, a dentist's office. Ponyville really needed one of these. I wonder if they need a receptionist. Oh hey, you're Minuet, aren't you? I liked your resume. Can you start tomorrow? Lol. But I didn't send you my resume yet. Be sure to mail it tomorrow anyways, or you'll cause a paradox that might destroy the universe. Ruffelkopter. Minuet mailed her resume immediately. And the paradox was averted. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. The universe continues to exist with ponies, smiles shining a little. With pony smiles shining a little bit brighter. So. Herrlich. Was ein geiles Game, ganz ehrlich. Techno! Abdancen! Da
Das hat Laune gemacht, ganz ehrlich. So ein Mini-Browser-Game ist doch immer mal was Schönes. Jetzt hätte ich natürlich schon gerne gewusst, was die Dingens gebracht haben. Die ganzen Gegenstände, die man noch bei Trixie hätte kaufen können. Zum Beispiel, damit Clock-Up 20% cooler oder 20% mehr hilarious wird. Aber man kann ja nicht alles haben. Probiert's am besten selbst aus. Ich schmeiß euch den Link. Congratulations, Ending 2. Es gibt andere? Okay, jetzt bin ich aber ziemlich neugierig. Congratulations, you won. Okay, it's look like Colgate learned to live with her. Oh, let's go. Let's take a look. Okay, warte mal. Lol. Ist das geil. Das ist das Einzige, was ich... Captain Sky Invincible? Ach du Scheiße. Wenn man keinen Treffer... wow, denke ich mal, dass es ist, wenn man nichts abgekriegt hat. Never give up. Wahrscheinlich, wenn man mit einem halben Herz überlebt oder so am Ende. Master Platformer. Keine Ahnung. Auf jede Plattform einmal draufgesprungen sein? Keine Ahnung. Lol. Da gibt es anscheinend sehr schöne Sachen noch, die man freischalten kann. Aber ganz ehrlich, wow. Dieses Spiel hat mich echt beeindruckt. Ich habe es schon mal gespielt, aber ich habe den Boss nicht geschafft, weil ich zu doof war irgendwie. Also ich habe den Ursa Minor schon nicht geschafft. Also, wow. Da war ich jetzt echt geflasht. Wow, das hat echt Bock gemacht. Ich schmeiß euch den Link in die Beschreibung. Zockt jetzt selber, wenn ihr lustig seid. Und wenn ihr nicht zufällig irgendwie Hater seid, so. Und falls doch, dann tut's einfach. Trotzdem. Nein, keine Ahnung. Dann. Ich hab keine Ahnung. Ich bin Mektaroka und das war The Fresh Minty Dingsbums. Ich muss nochmal gerade kurz gucken, wie das hieß. Warte, ich kann nochmal in den Text zu Ende lesen, genau. Wo war ich gerade? Discover their special talent. But what if the opposite occurred? What if a pony wanted to change her cutie mark? To change her destiny? This is the story of a unicorn whose cutie mark gives her the power of controlled time itself. But really, she just wants to be a dentist. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn Pac-Man bloß hier wäre. Minty Fresh Adventure, so war das. Okay, ich bin Mektaroka. Das war Pony Platforming Project 3 Minty Fresh Adventure. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Entschuldigung, das war nicht beabsichtigt.